gleich den ersten großen Container ankündigen. Das ist die Cosco Taurus. Die Cosco Taurus kommt von Hamburg. Als nächstes wird sie Antwerpen anlaufen und dann fährt sie durch das Mittelmeer, Piräus, Indischen Ozean bis nach Shanghai. Diese Reise dauert etwa 6 Wochen. Die Cosco Taurus gehört zu den größeren Schiffen, die es gibt. Sie ist 400 Meter lang, 59 Meter breit und der Tiefgang sind 10,40 Meter. Sie fährt unter der Flagge von Hongkong und sie wurde im Jahre 2018, also noch nagelneu, in Shanghai in China gebaut. Die Taurus hat eine Motorleistung von 54.950 Kilowatt und damit bewegt sie sich zurzeit mit 20 Knoten über Grund. Die Taurus kann 201.868 Tonnen zuladen und sie hat Stellfläche für 20.038 Standardcontainer. Ja, ich muss mal gucken, ob sie Standardcontainer auch jetzt an Bord hat. Sage ich Ihnen gleich noch, wenn ich bessere Sicht habe. Ja, vielleicht noch etwas zur Reederei Cosco. Cosco ist die China Ocean Shipping Company. Es ist eine der größten Reedereien. Sie wurde im April 1961 gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist in Peking, Volksrepublik China. Und auch zu den Standardcontainern kann ich Ihnen auch was sug. Gleich vorne die ersten zwei Reihen am Bug, das sind Standardcontainer. Standardcontainer haben eine Größe von 20 Fuß. Das sind umgerechnet 6,08 Meter. Die größeren Kisten, die an Bord sind, sind 40 Fuß Container mit der doppelten Größe. In Breite und Höhe sind die Container immer gleich. Auch hier sehen Sie wieder die Pfeile auf dem blauen Bug. Auch das sind wieder die Hinweise für die Schlepper, wenn das Schiff an den Hafen gedrückt werden muss.